Hey, der Gigaboy präsentiert das. Ich spiele jetzt das Remake von Zelda 1, welches relativ nett ist. Die dritte ist unumstritten die beste, Jay. Die dritte war solide. So, bei dem Spiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine Story hier wieder ist. Die sehen super crappy aus, diese Bilder. Ich weiß ehrlich nicht, was das soll. Ja, dieses Spiel ist im Großen und Ganzen ein Remake von Zelda 1. Ist das der Bösewicht aus dem Spiel? Ist das der böse Magier, der Ganon böse gemacht hat? Oh nein! Wow! Das ist ja crazy. Oh, und da ist Link. Hey, Legend of Zelda wurde im Jahr 1986 released und wurde sehr populär. Und da ist der Linky-Boy. Oh, er verteidigt sich gegen das Böse. Das ist der Hydra-Boss. Oh nein, der böse Boy. Der böse Boy ist der Schlimmste. Und das ist Beas The Legend of Zelda. Ein Remake von Zelda 1. Und Zelda 1 wiederum ist ein Spiel, welches ich... Ups. Nein. Was? Moment, entschuldigt mich. Ah, okay. Was war überhaupt das? Das Intro, das kennen wir schon soweit. Genau, er ist ein Remake von Zelda 1 und Zelda 1 setzt sich zeichnet sich bei mir. Ach ja, der Schriftzug. Oh, der geht schnell weg. Zelda 1 zeichnet sich bei mir persönlich dadurch aus, dass ich es nie in meinem Leben wirklich sonderlich lang gespielt habe. Also, ich habe es ein paar Mal. Was heißt, ich glaube, ich wollte nur einmal anfangen, das zu spielen. Ja, sein Gesichtsausdruck gesehen. War fantastisch. It's dangerous to go alone. Ich würde aber sehr viel lieber alleine gehen. Genau, Zelda 1 habe ich nur einmal wirklich versucht zu spielen und ich fand es ziemlich entsetzlich. Aber das Remake, in welchem man auch wieder durchaus einige Rubine findet. Da ist nicht eigentlich mal so viel Rubine. Eine Fee! Aber das Remake, das war tatsächlich unerwartet unterhaltsam, als ich es letzte Woche immer ein bisschen gespielt habe. Da wollte ich sogar noch weiterspielen, deswegen. Das könnte ganz nett werden. Ich weiß sogar ungefähr, wo der erste Dungeon ist. Und nein, wir werden keinen Run ohne Schwert machen, falls sich jemand wundert. Aber generell bin ich mit Zelda 1 wirklich nicht vertraut. Zelda 2 habe ich, glaube ich, sogar mehr gespielt als Teil 1. Zelda 2 war sogar, ist eigentlich auch relativ unterhaltsam. Apropos, oh, wisst ihr, was wir noch spielen könnten? Ah, shit, da sollte ich schauen, ob das funktioniert. Es gibt nämlich so gesehen auch ein Fan-Remake von Zelda 2. Und das ist dann Zelda 2 in First Person. Und ich glaube, das könnte eigentlich relativ interessant sein. Ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, aber das kann man einfach im Browser spielen. Weiß nicht, ob das vielleicht hast du dann auch runtergenommen. Wahrscheinlich aber nicht. Entsprechend können wir das theoretisch heute auch noch spielen im Laufe des Abends. Ich meine, warum nicht? Hm, okay, so nach links. Um mal kurz über den Weg, den wir gehen könnten oder nicht gehen könnten, zu reden. Ich vermute, weiter nach links kann ich... Oh, der Lümmel hat mich erwischt. Ja, nach links können wir nicht gehen, dann müssen wir die Bäume abfackeln. Das heißt, wir gehen hier einfach weiter im Kreis und ich bin fest überhaupt nicht, dass ich Schal genommen habe. Oh, eine Bombe! Wir gehen einfach weiter im Kreis und schauen, ob wir vielleicht irgendwo einen Dungeon oder sowas finden. Und währenddessen kriegen wir die Octoroks. Und natürlich die eine Sache, welche man aus Zelda 1 natürlich weiß, man kann aus irgendeinem Grund sein Schwert verschießen, wenn man volle Herzen hat. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das Spiel halbwegs erträglich ist, weil man will nicht nah an die Gegner ran. Das Kampfsystem ist nämlich ziemlich nicht so angenehm. Allerdings, im Vergleich zur Link to the Past, kann man einfach Items wie Rubine und Bomben und sowas, die kann man einfach mit dem Schwert graben, wenn man dagegen haut. Und das ist fantastisch. Ich weiß nicht ganz, warum sie... Warte mal, dieser Raum. Oh Gott. Die Gegend hier. Ich weiß nicht, warum sie das in der Link to the Past weggemacht haben. Das war ein fantastisches Feature. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir doch... Yeah! Seht ihr? Der Moggy. Der Moggy kennt die Secrets. Ist das ein Dungeon? Das ist der zweite Dungeon. Sollte Ocarina of Time am Anfang nicht auch First Person sein? Ja, sollte es. Die Brücke, Moggy. Ja, gehen wir mal. Oh, diese Nachricht ist übrigens, die geht für 3 Jahre nicht weg. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten.
Mario, hast du den Crappy Ocarina of Time Romhack zu bieten? Das wäre was. Es gibt Ocarina of Time Romhacks. Das Problem ist nur, dass die nicht wirklich leicht zum Lauf zu bringen sind. Das heißt, da muss man großzügige Einstellungen treffen, damit man die irgendwie zum Lauf bekommt. Auch dann stürzt die ständig ab. Ich weiß nicht, ob es am Spiel an sich liegt oder ob es vielleicht einfach unsauber gemacht ist. Das heißt, rechnen wir damit einfach mal nicht. Dürfen wir wieder über die Zelda-Timeline reden? Nein, dieses Mal nicht. Ja, und diese Nachricht hier, sie ist vorbei und das bedeutet, wir haben He-Man-Kraft bekommen. Was ist denn ein Boomerang? Da lag der Boomerang. Und die He-Man-Kraft bringt, dass ich permanent meine Schwerter abfeuern kann. Nein, 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 nein. Oh Gott, ob ich volle Leben habe oder nicht. Außerdem, ich sterbe, glaube ich. Ich bin noch nicht bereit für diesen Dungeon. Warte, lass mich hier rausgehen. Ich habe große Angst. Wir nehmen noch den Kompass mit und dann gehe ich raus. Morgen Ocarina of Time. Ja, Ocarina of Time 2D. Stimmt, es gibt ja noch 2D Ocarina of Time. Das habe ich auch nie gespielt. Wobei das, macht euch nicht allzu viele Hoffnungen. Das geht nur bedingt weit. So, gehen wir hier erstmal raus, versuchen nicht zu sterben. Ich habe noch ein halbes Herz, das sollte also durchaus sehr schaffbar sein. Oh Gott. Und ich habe mir sagen lassen, dass ich über die Brücke gehen soll. Okay, wir können weitermachen, ist nichts passiert. Das ist unfassbar cool, aber sehr verbuggt. Was muss ich machen, um Ocarina of Time 2D runterzuladen? Dann könnte ich nämlich drüber nachdenken, ob wir es nicht später im Stream noch anschauen. Da kann ich nicht rüber. Da fehlt mir das beste Item, das es jemals in Videospielen gab. Nämlich die gute alte Brücke. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Brücke als Item. Ja, und in Isaac haben sie die Brücke einfach komplett recycelt. Und sie einfach komplett als Item auch verwendet. Das ist übrigens auch eine Sache, welche mir wieder erst wirklich bewusst geworden ist, als ich den Dungeon im Spiel gemacht habe. Nämlich, dass The Binding of Isaac wirklich, ich meine, es war mir schon immer bewusst, okay? Dass The Binding of Isaac eigentlich eine Hommage an Zelda ist, aber mein Gott. Das ist übrigens der Deko-Baum tatsächlich. Das ist der gute alte Deko-Baum, denn wie wir alle wissen, ich habe gesagt, wir reden nicht über die Zelda-Timeline, aber... Wenn wir doch hier schon mal diese Vorlage haben, wenn ich nicht drüber reden würde, das ist der Deko-Baum, den wir kennen. Ich meine, es müsste der sein, der in Ocarina of Time anfängt zu wachsen, dann der große Baum aus Wind Waker ist und dann ist er gestorben oder so. War das nicht irgendwie so? Ist auf jeden Fall ein Deko-Baum und in den gehen wir rein. Der erste Dungeon. Mir fehlt der Deko-Baum. Er war ein guter. Ah ja, genau, seht ihr diesen Dungeon hier, wenn ihr ihn euch jetzt mal anschaut, wenn ihr jetzt mal an Zelda, nicht an Zelda, sondern an The Binding of Isaac denkt, vor allem bei The Binding of Isaac 1, da war am oberen Bildschirmrand auch noch dieser Bike mit dem ganzen Zeugs. Er ist halt sehr stark von Zelda 1 inspiriert. Stimmt die geografische Lage? Die geografische Lage stimmt, halt den Mund. Und das sind böse, oh, der hat einen Schlüssel, der Lümmel. Das sind böse Zweischwertskelette, falls ihr sie gesehen habt, haltet euch fern von denen. Arrows cost money to use. Okay. Das entspricht nicht der Wahrheit. Man findet den Bogen in diesem Dungeon und ich habe das nachgeprüft. Sie kosten kein Geld. Was soll Geld in dem Kontext überhaupt bedeuten? Meint er, Rubine? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar die Originalübersetzung von Zelda ist. Welche ziemlich fürchterlich war. Aber damit sind wir ja alle vertraut. Der gute alte Deko-Baum in Breath of the Wild. Fucking Breath of the Wild. Aber wisst ihr, was auch ein Zelda-Spiel ist, das ich unglaublich gerne mal spielen würde? Und der erste Teil kam sogar bei uns in Europa raus, interessanterweise. Ich glaube, den sollten wir mal spielen. Und zwar ist das Tingles rosiges Rubinland. Es gibt was, ich denke, Zelda-Fans sind damit vertraut, wenn nicht so sehr mit Zelda vertraut ist. Er weiß das vielleicht nicht, aber es gibt eine Trilogie von Tingles-Spielen. Tingle war der kleine Mann mit dem grünen Anzug aus Zelda. Und es gibt eine Trilogie von Spielen zu ihm. Teil 1 war, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich weiß gar nicht, was das für Spiele sind. Ich weiß nur, dass Teil 3 eine Dating-Sim ist. Und
Das ist relativ interessant. Und Teil 1 wurde tatsächlich übersetzt und kam auch in Deutschland raus, beziehungsweise Europa. In den USA kam der Teil interessanterweise nicht raus, aber bei uns. Und ich glaube, den sollten wir definitiv mal spielen eines Tages. Und vielen, vielen lieben Dank an Otiskein für die liebliche Subscription. Vielen Dank. Was sind eigentlich diese kleinen Pupis? Die sehen entsetzlich aus. Ich hasse Tingle. Niemand heißt Tingle. Tingle ist der Boy. Oh, shit. Warte mal, hier war ich beim letzten Mal gar nicht, als ich das gespielt habe. In diesem Raum. Oh, hier bekommt man den Bogen her. Der Bogen ist aber optional, oder? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich... Kann man auch Pfeile verschießen, wenn man einfach nur Pfeile findet und braucht den Bogen dann gar nicht dafür? Wäre das eine Möglichkeit? Denn ich meine mich zu erinnern, dass ich beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, hier unten... Also ich weiß, dass ich hier unten nicht war. Außerdem diese Räume. Wie wir natürlich wissen, gibt es auch 1:1 so in Isaac. Und sie sind in Isaac immer sehr, sehr enttäuschend. Ich kann den Bogen nicht ausrüsten. Wahrscheinlich, weil ich keinen Pfeil habe, wo so eine Scheiße. Ah, was auch immer. Okay, versuchen wir hier jetzt einfach mal keinen Schaden zu nehmen. Das war unerwartet einfach. Okay, sehr schön. Nein! War nicht so unerwartet einfach, wie erhofft. Ich kann nichts drücken. Oh Gott. Isaac, Crawlspaces sind sehr enttäuschend. Und Crawlspace war es gerade eben. Das Wort war mir entgangen. Ach, komm schon. Ihr kleinen Lümmelschleimis. Ich bin übrigens ein großer Fan von der Entscheidung, dass man immer ein Piepgeräusch hört, wenn man, oh nein. Es sind die Boomerang-Katzen. Halb Boomerang, halb Katze. Das größte Problem an ihnen, sie landen immer auf den Pfoten. Egal wie tief sie fallen, sie landen immer und immer wieder auf den Pfoten. Haltet euch fern von ihnen, Kinder. Diese Katzen sind nicht hier, um zu spaßen. Diese Katzen machen ernst. Und wir haben noch eine liebliche Resubscription von der Ecstasy. Für die geilen 4 Monate in Folge. Vielen, vielen lieben Dank. Ups. Gott, ich muss sagen, die Dungeons aus Zelda, die haben sich im Laufe der Zeit wirklich ganz schön geändert. Ich meine, das ist so ziemlich das größte, am ehesten, was man Rätsel nennen kann, was hier gerade eben war, was ich so bisher erlebt habe. Ein Stein verschieben. Ich meine, das ist ziemlich aufregend. Ich glaube, es gibt auch versteckte Wände hier, die man freisprengen kann. Also, sehr, sehr aufregende Sache auf jeden Fall. Oh, und mir fällt gerade was ein. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich meine, dass ich den Bogen beim letzten Mal im letzten Run hatte. Dass ich Pfeil verschießen konnte ohne den Bogen. Das war absoluter Schwachsinn. Ich hatte Bomben. Ich hatte gar keinen Bogen. Ich hatte Bomben gefunden und die konnte ich dann einfach so verwenden, weil es keine Bombentasche oder so gibt. Ist das Ness im Zelda-Universum? Nein, das ist Zelda im Ness-Universum. Piu! Und alter Clay, kennst du den Avatar-Boy, den man hier spielt? Also, den man in dieser Tellerview-Spielteilen spielt, den Typen aus... Oh fuck, ich hab Schaden genommen. Aus Ancient Stone Tablets, der hat eine rosa Mütze. Das ist ein cooler Boy, sage ich dir. So, wisst ihr, was mir gerade überhaupt nicht gefällt? Oh, volle Leben. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt überhaupt nicht die Tatsache, dass wir zum Boss kommen und ich nicht meine Schwerter verschießen kann. Aber, Mensch, das ist ja... Oh, Wallmaster! Aber ich glaube, ich weiß, warum sie Wallmaster heißen. Sie kommen tatsächlich in dem Teil aus der Wand. Und später nicht mehr. Und da ist der erste Boss. Ein Drache. Der Lümmel. Er ist stark. Werden wir diesen Boss bezwingen? Yeah! Damals in den 90ern liefen coole Boys rum. Das waren ziemlich coole Boys. Und hey, wir haben ein Dreieck gefunden, das sich ziemlich cool dreht. Dreieck! Das ist mein Lieblingsdreieck. Aber wir haben noch eine liebliche Resubscription von Tatokai. Auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank für deine liebliche Resubscription. Aber Zelda 1 sieht in der Version so viel spaßiger aus. Das ist die Sache, was ich vorhin auch erwähnt habe. Zelda 1 generell, ich meine, man fängt es immer wieder mal, man versucht immer wieder anzufangen, es zu spielen, aber es spielt sich echt fürchterlich. Und die Version, sie macht tatsächlich Spaß. Die kann man durchaus spielen. Die geht klar auf.
Problem ist dann natürlich nur, dass diese Satellaview-Spiele relativ nervig zum Laufen zu bringen sind. Beziehungsweise generell aufzutreiben. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum es davon nie irgendwie ein Re-Release oder dergleichen gab von den Satellaview-Spielen. Ich meine, vor allem von diesem Remake hier. Warum nicht? Was ist los, Nintendo? Das wäre ein 1er GBA-Spiel geworden. Oh, und wir, bekommen eine geile Nachricht wieder. Mann, wir können es bei jedem Tod eine Waffe weg-Challenge machen in Dark Souls. Nee. Ey, ich muss erst noch den Randomizer Run in Dark Souls zu Ende bringen. Wird man hier unterhalten? Ich weiß nicht, das wird sich zeigen. Ich würde mir einfach mal nicht allzu viele Hoffnungen machen. Hätte man wunderbar fürs Mini-SNS anbieten können? Ja, absolut, absolut. Wobei sie da schon Star Fox 2 reingepackt haben. Ich meine, dieses Zelda Remake hätte sogar Spaß gemacht, aber ich denke, Star Fox 2 ist auch eine Möglichkeit. Wofür auch? Nee, Star Fox 2 ist schon die bessere Möglichkeit. Star Fox. Okay, so. Habe ich den Schlüssel ja schon? Nein, den hat bestimmt. Der Lümmel hat den Schlüssel, das sehe ich ihm doch an. Ich sehe doch, dass der ein Schlüsselträger ist. Sehr schön, und damit können wir durch die nächste Tür gehen. Fami, was hier eigentlich der Boss ist? Oh, mir fällt gerade ein. Die Nachricht hat gesagt, dass ich Bomben brauche. Ich habe aktuell 8 Bomben. Kann es sein, dass der Boss, den man hier trifft, dass es eventuell King Dodongo ist? Dodongo ist übrigens ein fantastisches Wort und es macht meine Zunge sehr, sehr fröhlich, es auszusprechen. Ah ja, ich glaube, der Boss von hier war tatsächlich King Dodongo. Das heißt, das könnte relativ interessant werden von den Hitboxen her. Star Fox 2 nicht das beste Spiel der Welt ist. Mache ich mir gar keine Sorgen. Star Fox 2 ist das beste Spiel der Welt. Ich meine, hast du mal Star Fox 1 gespielt? Viel besser kannst du im Jahr 2017 nicht mehr unterhalten werden. Ich meine, die Framerate erinnert an Konsolen aus der aktuellen Zeit. Dementsprechend ist das soweit eigentlich ziemlich zeitgemäß tatsächlich. Piu. Hey, Mann, ich wusste schon, dass du Bomben brauchst, um im zweiten Dungeon zu finden. Das wollte die Nachricht sagen. Ich hatte keine Ahnung. Wenn wir schon beim Thema Bomben sind, lass mich da auch mal eine hinlegen. Oh Gott, lass mich den Boomer wieder verwenden. Und wir haben noch eine. Oh Gott. Der Lümmel, geh weg. Oh Mann, ich will volle Herzen haben. Ich habe doch die Uhr eingesammelt. Warum bewegen die sich? Nein, auf dich zu bewegen. Ja, und wir haben eine liebliche Subscription von Pumpkinstern. Wie viel lieben Dank, mein Guter, für die liebliche Subscription. Und ich habe eine Bombe aufgesammelt. Das war auch ziemlich fantastisch. Star Fox CDI ist das beste Zelda. Es ist auf jeden Fall nicht das schlechteste. Ich meine, es ist jetzt nicht Skyward Sword. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Ah. Das ist eine Argumentation, die Leute nicht glücklich machen wird. Was ist eigentlich der Sinn hinter diesem Raum? Ich meine, das ist gerade so viel Aufregung. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie unter Kontrolle halten kann. Oh shit, das ist ein Dodongo. Oh nein. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Heute bin seit 2 Wochen ein Gaming-Student und habe mein erstes Unity-Skript geschrieben und es hat funktioniert. Alter. Können Sie mir vielleicht dabei helfen, das großartige Mogi-Adventure zu machen? Ich gebe dir vielleicht auch ein Kaugummi dafür, aber wahrscheinlich nicht. Aber Glückwunsch. Das erste Zelda, was ich jemals gespielt habe, war Ocarina of Time, aber die Steuerung und die Grafik einfach nur schrecklich sind, das finde ich nicht. Ey, weiß ich, Ocarina of Time kann man sich, denke ich, eher reinfinden. Aber wahrscheinlich ist Ocarina of Time 3D für welche, die es damals nicht gespielt haben. Ach, das war der Boss gerade? Das war der Boss? Das wäre nur ein Zwischenboss, der kleine Lümmel. Ocarina of Time gibt es auch dafür Ocarina of Time 3D. Und ich denke, beim Remake, da kann man... Das kann man durchaus spielen. Das sollte durchaus machbar sein. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Habe ich überhaupt das Item aus dem Dungeon mitgenommen? Lass mich hier mal runtergehen.
Und ja, das gerade war der Boss. Das ist halt Zelda 1. Da war das Ganze noch ein bisschen anders. Show this to the old woman. Ja, wir werden der alten Frau unsere Karte zeigen. Habt ihr eine alte Frau gesehen? Ich suche nämlich eine. So, warte, wenn ich nach rechts gehe. Ja, hier kann ich nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was man da braucht. Aber mit Bomben komme ich da nicht weiter. Das habe ich beim letzten Mal schon versucht. Hä? Aus dem Weg? So. Wo muss ich denn jetzt als nächstes? Da kann ich auch nicht rüber. Da brauche ich wieder diese, dieses Brückenteil. Und das habe ich nicht. Ich habe keine Brücke dabei gerade. Oh, Momogi, es ist doch Brückentag. Ich weiß. Tu mir das jetzt nicht an. Ich weiß selbst, dass ich Fehler gemacht habe. Also, ich habe schon von vielen alten Freunden der Umgebung gehört, die mich sehen wollen. Ich auch. Manchmal wollte ich sie auch sehen, aber meistens nicht. Ist der Stream nur bei mir recht leise? Der Stream ist immer relativ leise, nur habe ich wieder... Ich hab Lautstärke technisch eine Mikrofoneinstellung umgeändert, deswegen... Keine Ahnung, ob es noch leiser ist. Ich hoffe nicht. Was kann da jetzt passiert sein? Ich habe sogar noch am Anfang vom Stream gefragt, da hat keiner was gesagt. Ja, wie auch immer. So, shit, hier kann ich nicht rüber. Da war der zweite Dungeon, haben wir schon gemacht. Kann ich bitte auch für den Gegner zu rennen? Und dann bin ich jetzt einmal perfekt im Kreis gelaufen. Übrigens, ich bin absolut großer Fan von der Karte, die wir da oben im Bild haben. Ich könnte mir nicht viele Möglichkeiten vorstellen, wie diese Karte tatsächlich noch hilfreicher sein könnte, als sie es aktuell ist. Ich meine, seht ihr das? Seht ihr, wie hilfreich diese Karte ist? Mein Gott. Mir fehlen die Worte. Der Wald, Mogi, der Wald. Der Wald. Da ist eine Fee im Wald. Die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Kann ich mich da vielleicht irgendwo hinsprengen oder so? Wahrscheinlich nicht, aber wir haben noch ein paar Bomben übrig. Also, ich weiß... Ich habe ein Secret gefunden. Der Wald in der Mitte, Logi. Okay. Suche ich den Wald in der Mitte. Ah, wo ist der Wald in der Mitte? Die Karte ist halt leider nicht so hilfreich, dabei in der Mitte auswendig zu machen. Waldtechnisch. Da, wo ich am Anfang war, vielleicht. Lass mich mal nach links laufen. Guter Raum hier. Guter Bildabschnitt. So, da kann ich nicht rüber. Hier muss ich. Ne, hier kann ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Ich brauche die Laterne oder so eine Scheiße als nächstes, um das Zeug abzufackeln. Kann ich hier drin eigentlich was kaufen, wenn wir schon mal hier sind? Ich kann einen besseren Schild kaufen. Will ich einen besseren Schild mitnehmen? Haben einen besseren Schild mitgenommen. Seht mich an. Ich habe ein Kreuz auf meinem Schild. Shit. Der Wald in der Mitte. Ich glaube, ich bin... Ist das der Wald in der Mitte? Ist das der Wald, den ich suche? Das Schild reflektiert Magie. Oder kann ich da drüben runter? Oh. Die Zeit ist stehen geblieben. Welch passender Zufall. So, sehr schön. Was macht der neue Schild? Er kann scheinbar Magie reflektieren. Habe ich vor aus dem Chat erfahren. Die Mitte, Mogi, die Mitte. Die meinst du die Mitte von der Karte? Pass auf. Mit die Mitte meinst du hier in dem Bereich etwa? Ne, ich warte einfach mal auf eine Antwort. Mach mich währenddessen auf den Weg zu jener Mitte. Bombe. Na, mit der Bombe bekomme ich die Teile nicht, weil das habe ich schon versucht. Das habe ich bereits versucht. Warte mal. Ah, das hier sieht mir doch verdächtig aus. Warte mal, hier ist doch... Das ist doch ein Secret.
Da ist doch ein Geheimnis. Sehe ich doch. Fuck. Ah, hier ist nichts. Sehe ich doch. Warte mal. Ich kann Magie reflektieren. Cool. In dem Feld, auf dem nichts angezeichnet ist. Oh. Ich verstehe. Ah ja, das ist der Grund, warum ich mich immer davor drücke, Seite 1 zu spielen. Das ist der Grund. Ich denke, ihr solltet es ungefähr sehen. Die Mitte des unteren rechten Viertels. Was soll das bedeuten? Okay. Da ist wieder eine Nachricht, bei der ich nicht weiß, wie ich sie wegklicken kann, also... Wie kann ich dem Unpacked Dark Souls vom Modding-Programm die Directory von meinem Dark Souls sagen? Das findet irgendwie mein Dark Souls-Ordner nicht. Indem du es in den Dark Souls-Ordner reinpackst und dann startest. Dieser fucking Text gerade. Oh, ich glaube, ich werde in diesem Spiel nicht mehr weiterkommen ab jetzt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Es tut mir leid. Hier. Was ist denn hier überhaupt? Ich glaube, hier kann ich auch nichts machen, oder? Wald in der Mitte. Ist das vielleicht gemeint? Was, wenn ich hier weiter runtergehen würde? Warte, ist der Anfangsbereich wieder. Ist das soweit richtig? Ich meine, das ist doch die Mitte von dem unteren rechten Viertel, oder nicht? Ist das der richtige Bereich? Vom Shop 3 nach rechts und 1 nach oben. Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht, oder? Vom Shop. Wo war der Shop? Wo war der Shop? Da ist der Shop. 3 nach rechts. 1. Oh Gott. Herz. 1. 2. Oh. Ich kann dann noch weiter nach rechts. Okay. Ich glaube, wir nähern uns der Sache. Aber hier kann ich nicht nach oben. Ich kann ja nicht nach oben. Und beim Durchgang im Wald musst du ein... unter einem Busch ist Level 8, wenn du dahin willst. Aber ich will nicht in den 8. Dungeon. Werden wir hier noch weiterkommen? Oder fehlt mir irgendein Item? Kann es sein, dass mir einfach ein Item aus dem vorherigen Dungeon fehlt oder so? Wir waren da nämlich, glaube ich, nicht in diesem einen unterirdischen Raum. Ugh. Ugh. Ich glaube, ich hätte einfach dieses... Kann es sein, dass ich einfach in dem Dungeon die Laternen oder so hätte finden sollen? Dass das der Fehler ist. Aber wenn wir schon mal hier sind. Lass mich mal hier versuchen, eine Bombe zu legen. Shit, und hier? Na, leck mich. Hab Bomben verschwendet. Ich glaube, in dem blauen Ding hinten... Unter dem Bogen kannst du dir eine Kerze holen. Den blauen Ding unter dem Bogen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Blaues Ding unter dem Bogen. Ist das eigentlich anders als das Originalspiel? Kann das sein? Ich bin relativ verwirrt. So, lass mich nochmal in den zweiten Dungeon gehen. Er müsste es nämlich eigentlich noch irgendwas Dungeon-Item geben. Ja, fuck, Viecher. Im Inventar. In meinem Inventar ist... Ja, nee, das ist aber doch nicht das Item, was ich suche. Warum kann ich eigentlich den Bogen nach wie vor nicht ausrüsten? So, jetzt, entschuldigt mich. Muss mich mal, Was soll ich mit den zwei Räumen da ganz rechts? Kann ich die irgendwie erreichen? Ihr habt doch irgendwas in dem Dungeon hier übersehen. Wenigstens kann man jetzt ziemlich schnell durchlaufen. So, ich meine, da links in den Räumen war ich schon. Hier geht's nach Norden. Da waren wir auch. Au. Hier jetzt nach links. Warte mal. Ey, glaube ich hab's. Nein, Wallmaster.
Oh mein Gott, Leute. Odongo dislikes smoke. Offen Scheiße! Das ist nicht hilfreich! Nein! Das war überhaupt nicht hilfreich. Also wenn ich da runtergehe, komme ich nur beim Boss an, oder? In den Räumen ganz rechts war Dodongo. Ich weiß nicht, Dodongo, ich habe den Boss ja schon besiegt. Ich suche nur nach dem Dungeon-Item. Gibt's hier ein Dungeon-Item? Morgen muss die alte Frau finden, um weiterzukommen. Du musst die alte Frau finden? Ugh. Oh, Zelda 1! Deswegen habe ich dich nie gespielt! Du bist sehr verwirrend! Ich weiß nicht ganz, was ich von dir halten soll. Das Dungeon-Item war der Boomerang. Oh. Stimmt, der lag einfach am Boden. Diese Texte gab es in Zelda 1 nicht. Das glaube ich nicht. Das ist eigentlich das Lieblingselement von allen Leuten. Die sagen immer, erinnert ihr euch noch an die Texte? Ich werde hier nicht mal rausgeworfen. Okay. Okay, wisst ihr was? Okay. Was auch immer. Was auch immer. Wir spielen das jetzt nicht weiter. Ey, hab genug gesehen.